Ohne Fehler, glaubt man denn sowas? So. Und dann werde ich das Kistensetzen auch schon mal anfangen dann. Dass ich schon mal weiß, wie die aussehen so, wie alles aussehen sollte. Heieiei. Ist immer so schwer hier sowas zu machen. Aber wenn mal die Grundidee stimmt, dann geht's ja eigentlich. Jetzt habe ich mir voll in die Brille gefasst, dass ich Dreckschlieren drin habe. Nur weil mich die Nase mal wieder gejuckt hat, die ja gerne mal während der Aufnahme juckt. So, jetzt muss ich mich nochmal ein bisschen umsetzen. Muss mich hier ein bisschen hinlümmeln. Nicht, dass mir hier nochmal was einschläft. Aber hört nicht unbedingt die Luft zu. Sieht aber von hier schon ziemlich interessant aus, was sich hier abspielt. Achso, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Hab alles mit Baumaterialien voll. Aber alles. So, dann. Dann mache ich was? So wollte ich die Kisten schon mal setzen. Aber, Palava. So, ich find's cool, wie sich die Dorfbewohner unterhalten. So. Soll ein echt übersichtliches Lager werden. Deswegen mache ich jetzt hier nicht zu viel rein. Hunger kriege ich schon wieder. Wenn ich hier eine Mauer ziehe, das wird fast zu viel. Ein Zaun vielleicht. Muss ich mir mal ankicken. Und für das muss ich mir natürlich wieder die ganze Ding leer machen. Das Inventar. Ah, das ist immer... Dieser Platzmangel im Inventar. Das ist grausam ist das, muss man schon fast sagen. Aber wenn man alles verräumen können will, dann ist das natürlich vom Vorteil. So, Holz in die Holzkiste. So, das Zeug kommt hier hinten rein. So. Komm, du kommst auch noch dazu. Dann haben wir da schon mal Ruhe. Also, der könnte auch noch da rein. Wäre vielleicht besser so. Habe ich da schon mal Ruhe. Dann brauche ich... Was brauche ich denn dann? Ich wollte es mit Zaun probieren. Oder probiere ich es mit denen hier? Ich glaube, die sehen als Abtrennung auch gut aus. Wenn sie dann eh verdeckt werden. Jetzt mache ich mir mal ein paar Kisten. Ein paar mehr vielleicht. Hupalazi. Da renne ich ja schon wieder mit dem Steak in der Hand am Hundi vorbei. Ist nicht immer so prall, wenn man das macht. Weil die betteln dann einen immer so an. So, eine geht noch. 8 Stück. Dürfte fürs Erste reichen. Muss ich gucken, wie das dann alles aussehen tut. So, ich muss momentan noch ein bisschen kompliziert hier rumlaufen. Aber das kriegen wir auch noch gebacken. So, rein da. Dann schauen wir uns das mal mit der ersten Mauer hier an. Nehme ich mal meine Kisten zur Hand. So.
So, die kann man so aufeinander setzen. Geht die auch noch, wenn oben was drauf sitzt? Nee, die geht da nicht mehr auf. Okay. Okay, dann muss ich die oberste abreißen. So sieht's aus. Dann reißen wir die oberste wieder ein. Ich habe immer noch keine Axt dabei. Gibt's denn sowas? Gibt's denn sowas, dass ich immer noch keine Axt dabei habe? So, dann mache ich mir halt eine Workbench. Da habe ich hier mal Ruhe. Hoffe ich mal. Alter. So. Eine Axt, bitte. Eine Schnelllieferung an eine Axt. So. Danke. Attack 5. Okay, die Axt hat fast genauso viel Damage wie... wie Ding. Wie ein Schwert. So, dann könnte ich ja hier... die Ding zwischenziehen. Sieht komisch aus gerade. Naja, nicht unbedingt lustig. Oder mache ich die hier hin? Könnte ich eigentlich so auch machen. Dann kann man sich ein bisschen Rohstoffe sparen. So. Aber der Boden muss dann noch ausgetauscht werden. Und wenn ich dann hier noch Kisten setze, wie sieht denn das dann aus? So ein kleiner Abstandshalter, mehr oder weniger. Wo man aber nichts anbringen kann. Wenn man dahinter eine Fackel setzt, hat man so eine schöne indirekte Beleuchtung, glaube ich. Dann kann man hier nochmal... Es geht irgendwie voll blöd gerade auf. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sieht alles doof aus. Um ehrlich zu sein. Heieiei. Immer diese Qual der Wahl. So, und dann zack. Na komm. So, geht doch. Ich bin echt am Rumprobieren gerade. So, in der Mitte geht dann keine. Kann man hier ausleuchten. Es wird irgendwie alles so doof. Gefällt mir irgendwie nicht.
dass das alles so doof ausgeht. Aber alles, wirklich restlos alles geht so behindert aus. Ich will jetzt da noch auf die Rätselslösung kommen. Was ich hier jetzt am besten mache. Ich will hier nicht alles zukleistern. Und das geht's mir. Und wenn ich einfach so mache. So. Und so. Und dann dazwischen einfach Holz reinmach. Oder geht das auch direkt dran? Wo ist jetzt die Ding? Die Kiste, da sind sie. Das geht nicht. Let's go defeat that evil pirate. We know he's sure to lose, cause we know just where to fire it. Das irritiert mich jetzt total, wie ich das jetzt machen sollte. Ja, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und einen Haufen Holz hernehmen. Fuck. Ja, komm her, du Fackel. Achso. Hätte ich eigentlich dran lassen können. Naja, hilft nicht. Muss ich nochmal ins Bett gehen, drüber schlafen, wie das jetzt am besten aussehen könnte. Eieiei. Ja, muss ich fast erstmal den Boden dann reinmachen. Oder, nee, kann ich dann später auch reinmachen. Aber jetzt muss ich dann erstmal das ganze Holz hier organisieren. Und dann das Regalsystem schon mal erschaffen. Das wie dann funktionieren sollte. Eieiei. Das ist natürlich Kacke irgendwo. Schauen wir uns die ganze Sache nochmal an. Oh Mann. Mu. Schon recht, du Mu. So, aber ich habe gerade nochmal eine Idee bekommen. So. Komm. Hoch hier. Eine Spinne, die müssen wir töten. So, tot. Dann haben wir zumindest vor der Ruhe. Und wenn ich dich jetzt wegmache und es einfach nur so mache, zwischen dem Pfosten so Holzdinger reinmache und dann hier Kisten hinmache und hier. Eigentlich könnte ich so Kisten anbringen. Dann muss ich halt nochmal eins höher gehen. Oder? In die kommt man dann nicht mehr rein. In die schon. Doch was kommt man dann durch? Ah, ich habe eine Idee. So, dann muss ich mal was holen, um das auszuprobieren. So, komm schon. So, komm, iss schneller. Dann brauchen wir irgendwas mit Half-Steps, wenn das funktionieren sollte. Dann hätten wir das Rätsels Lösung. Habe ich keinen Holz-Half-Step mehr? Ach komm, scheiß drauf. Nehme ich die Steinstufe. Eieiei. So, jetzt komm, 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 komm. So. Jetzt bin ich echt gespannt, ob das funzt. Ob der kleine Trick funktioniert.
Ja, er funktioniert. Wir brauchen nur eine Halbstufe. Gut. Dann bin ich mir ja schon mal im Klaren, wie es aussehen soll. Ah, bin ich froh, dass ich das jetzt zumindest weiß. So, raus damit. Raus damit fürs Erste. Wird gesagt, die Kisten braucht man noch nicht. Dann kommen hier Kisten her.